Da braute sich erst einmal ganz schön was am Himmel zusammen. Nach tagelangem Sonnenschein gab es ausgerechnet zum Sommerfest im städtischen Pflegeheim einen Wetterumschwung. Regensatt, die Natur brauchte ihn dringend, prasselte herab. Also wurde Plan B aktiviert, denn so schnell fällt hier im Pflegeheim nichts ins Wasser, schon gar kein maritimes Sommerfest. Alles war gut vorbereitet und es gibt ja auch innen genügend Platz zum Feiern. Unser maritimes Sommerfest. Einrichtungsleiterin Anke Sadan verriet in der Eröffnung, was es mit dem maritimen Motto auf sich hatte und dass Küchenchef Danny Strübing mit seinem Team dabei eine nicht unwesentliche Rolle spielte. Draußen, es hatte dann auch aufgehört zu regnen, stand nämlich ein opulentes, duftendes Buffet bereit. Kulinarisch roter Faden, Fisch in vielen Variationen. Sozusagen live wurden sogar frische Forellen geräuchert. Urlaubsfeeling im Zeichen von Fischkutter, Meeresrauschen und Strandkorb. Es wurden Cocktails gemixt und liebevoll in Szene gesetzt. Es gab verführerisches Eis. Sommerfestgäste, ganz gleich wie alt, waren absolut begeistert davon, was hier aufgefahren wurde. Eine echte Teamleistung. Auf jeden Fall. Also wir haben ja die verschiedenen Teams, Verpflegungsservice, aber auch Pflege, Verwaltung, Betreuung, Wäscherei, alle machen mit, ne? Und das ist eben das Schöne, dass denen das auch Spaß macht. Dieses maritime Sommerfest war nicht nur für Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige ein Highlight, es war auch verbunden mit einem Tag der offenen Tür. Das bot Interessierten Gelegenheit, das städtische Pflegeheim einfach mal zu besuchen. Ja, wir waren bei der Seniorenmesse und da wurde das ja hier vorgestellt. Und da habe ich gesagt, man kann sich das ja mal angucken, wie das hier im Heim alles so ist. Falls wir auch mal dahin kommen, dann weiß man schon mal Bescheid. Eben, es gibt keinen Grund für Berührungsängste. Ein ausführlicher Rundgang bot Überblick und Einblick. Wie ist die Wohnsituation? Welche Zimmergrößen gibt es? Viele Fragen wurden gestellt und beantwortet. Pflegeheim-Mitarbeiterin Itke Nagel stellte auch ein ganz neues, noch in Aufbau befindliches Projekt vor. Dieser gerade installierte Aufzug wird einen Demenzwohnbereich direkt und sicher mit einem geschützten, bisher wenig genutzten Außenareal verbinden. Und wir sind jetzt im Sommer dabei, unseren Demenzgarten zu gestalten. Und wenn wir dann am 1. September unseren 45. Geburtstag feiern, dann werden wir den auch offiziell eröffnen. Noch einmal zurück zur Führung durch das Haus. Welche Eindrücke konnten gewonnen werden? Also ich finde es super hier. Und die Zimmer, die möbliert sind, für eine Person vollkommen ausreichend. Alles schön sauber und ordentlich. Bin begeistert. Der Pflegedienst ist gut, die Leute sind sehr, sehr nett, sehr höflich, sehr freundlich. Die Zimmer sind super toll, die ganze Atmosphäre ist schön. Der Garten gefällt mir sehr gut. Gemeint ist der liebevoll gestaltete Innenhofbereich, der das städtische Pflegeheim wohl unverwechselbar macht. Selbst ohne Sonne ein einladendes Idyll. Hier soll nun abschließend auch noch eine Besucherin zu Wort kommen. Wir sind überwältigt über das, was wir hier heute alles so gesehen haben. Und was alles unternommen wird, es ist einfach toll. Musik